mir gestern Karten im Match and Dragons geholt, bin sogar hype, wo ist deren Konzert? Ich spaß dir alles, aber. An Hannover? Oh, lol, what the fuck? Wait, warum ist in Hannover alles? Haben die alles freigegeben? No, Hannover's Dreamhack? Ein Imagine Dragons Konzert, okay. Weltstadt Hannover, yo. Expo-Gelände ist halt riesig. Aber nicht so riesig, wie du weißt schon, was ich meine, ne? Mal gucken. Vielleicht sind wir auch Mutant. Bo Zizrot. Let's go, sind wir einfach for Racist vielleicht. Wir können auch Dingens sein. Wir können auch, wie heißt das? Arcanisten so sein. Blue Battery, ganz gut. Oh, wir können Zizrot bauen. Ja, let's go. Let's go, no, Voracious. Ich brauche am Ende dann aber, also Edge of Night oder Sonjas hier ist richtig gut für Voracious. Dann entweder auf Kaiser oder auf Malzahar Carry halt, ne? Let's go. It's contested aber. Na gut. Die meisten Comps kann man zu zweit spielen. So, ja, der ist auf jeden Fall mit der Double Malzahar Shogat Debuff und so bereits, also. Der nicht Shogat geht, weiß ich auch nicht. Wenn der nicht Mutant geht, weiß ich auch nicht. Okay, ich möchte bauen Full Damage, dann Edge of Night oder Sonnes, wenn ich das aus einer Forge bekomme, das wäre auch sick. Eine Mutant, wenn ich Mutantensparte bekomme, wer ist am besten mit Mutantensparte, Voracious? Ich habe letztens Jinx gesehen. Jinx oder Victor? Das sah richtig stark aus. Jinx, Victor, Vi? I guess Vi auch, wäre auch okay. A Double Show und Double Malzahar und gute Items. Scheiße. Wird schwierig. Budget 12 ist auch sehr stark, Early Mid Game. Mal gucken, ne? Mal gucken. Was baue ich aus dem Large-Shot hier? Ich glaube, Jewel Gauntlet eigentlich. Damage, ne? Ich brauche ein Voracious, eigentlich kein Gunblade, richtig? Oder Sparta, wenn ich kann. Sparta wäre sick, gibt's nicht, okay. Ich glaube, es ist Jewel Gauntlet dann einfach. Ich glaube, es ist Jewel Gauntlet, weil ich durch Voracious bekomme ich so viele Stacks, so viele Stats. Und dann möchte ich eigentlich, wenn ich, Sekunde. Guess, Blue Buff hier, 3 Gold. Die Target Dummies werden auch sick, falls wir das bekommen können. Ich könnte Siege reintun, aber dann geht mir Damage vielleicht. So, trotzdem. 3, 5, 7, weil ich komme auf 20 Gold dann eventuell. Und hier sind zwei Leute, die sehr, sehr schwach sind. Hier sind zwei Leute, die sind richtig, richtig schwach. Passt, okay. Komm auf 20 Gold, ne? 3, 5, 7. Okay, Bing Chilling. Mein Team ist. Braucht man eigentlich 5 Voracious am Ende? Nee, ne? Nee, ne? Ich würde nur 3 Voracious, glaube ich, spielen sogar. Ich würde einfach Malzahar und Kaiser buffen. Malzahar, Kaiser. Dann mal gucken. Siege 2 ist nur eine Maschine Early Game. Sehr tanky, ja. Log Mutantenspaller, falls ich kann, ne? Wait, Der hat mehr Stacks, ne? Deswegen ist er auch größer. Okay, die können eigentlich auch raus. Ich würde gerne Level 7 rollen, eigentlich. Okay, Jewel Gauntlet auf Sekt und so, glaube ich sogar. Boom, boom, boom. Und hoffen, dass der mich carryen kann. So, danke dir, Nikon. Danke auch für 2 Monate. Dicken Bus auch für dich, ne? Alles klar, MBH? Eine Sekunde. Sind da verkauft, glaube ich, hier. Ich verliere, oder? Bin auf der falschen. Ich will gerne kurz chillen. Ich will gerne Level 7 runterrollen, eigentlich. 3, 5, 7 All-In vielleicht. Ich verliere es sogar gut, damit wir First Pick sind im Castle. Oh? Let's go. It's lit. Okay, jetzt brauche ich halt irgendeinen Damage-Schiller. Okay, wir suchen Spatula, ansonsten Tier, ansonsten BF, glaube ich, für Edge of Nightens auch. Wir brauchen, 5 Mutanten brauchen wir nicht unbedingt, ne? Und Shogat und so zum Beispiel brauche ich eigentlich auch nicht. So, ich tue Malzahar für Kassadin, zweiten Arcanist hier. Malzahar, zweiter Arcanist, dann mal gucken. Das ist auch Mutant. Der ist auch Mutant, der Schlingel. Leider. Ich fail, was ist los? Dann der Lars, dann der Nike und dann der Spectacular, ne? Sag ich allen. So. Spatler, Tier, F. Oder einfach Malzahar als Einheit. Oder vielleicht K6 sogar als Einheit. Von mir aus auch.
Mal gucken. Mal gucken, yo. Ich Mana sehr early bekomme. Was kann ich gut spielen? Eine Sekunde. Let's go. It's lit. Wenn ich Mana sehr early bekomme, was kann ich gut, damit gut spielen? Magic Comps. Malzaha, Ahri, Viktor. Solche Sachen. Baldur. Ahri, Malzaha. Also Ahri. Insbesondere. Malzaha, wenn er halt, wenn Mutant gut ist. Quinn, ja, Quinn für Warcomps auch gut. Solche Sachen. Renata, genau. Renata natürlich auch. Hier raus, glaube ich. Cyber Swain. Tanzschmaler Ari auch von mir aus. Auch klar. So, Z-Sword Front dann eigentlich, ne? Hasse ihn dann so auf. So, der Rest hier kann raus. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So, Sugar 3 brauche ich nicht. Sugar 3 brauche ich nicht. Malzaha 2 noch, dann Rush Lever. So Blue Buff und Edge of Night oder so, das wäre sick. Hast du keine Lust, das Austria-Turnier zu holen? Eventuell cast ich das Finale. Die haben mich auch schon angefragt. Ne, die haben mich einfach, na, ich wurde einfach angefragt bei allen, also bei allen Events, ob ich das, also ob ich casten möchte, einfach zu geben. Und für mich passt es auch zeitlich, weil ich dann mehr Zeit habe, um eine Wohnung in Berlin zu suchen. Ob es dann zustande kommt, mal gucken, aber ja. So, aber ja, genau. Das findet jetzt gerade statt. Morgen gibt es auch noch einen Qualifier. Nochmal zurück. Ne, das nächste. Ne, es gibt ja zwei Talon-Spieler. Habe ich vollkommen vergessen. Scheiße. So. Deutsche Liga halt genauso, ne? Und der Deutsche. Ja, whatever. So, passt die raus, glaube ich. Show 3 machen wir nicht, richtig? Show 3 machen wir, glaube ich, nicht. Ja, ich pushe Level 8. Ich suche Legendaries jetzt. Ich suche Mutantensparte auf Jinx oder Viktor. Okay, ich suche Level 8, ne? Was suchen wir jetzt hier? 7 Mutanten brauche ich, glaube ich, nicht. Malzaha, Kaiser, Kha'Zix, Kassadin, Silco, Jinx. It's fine, this is fine. It's fine, Chat. So, Giants mit noch ein Z-Rod vielleicht einfach. Chill mal kurz. Lob. Also, Drangler vielleicht. 7 Mutanten mit Gunblades. 7 Mutanten brauchst du nicht. Wieder kommt, denke ich. Ja, da gibt es noch einen Talon-Spieler. Hä? What the fuck? Was sind da? Okay, was sind da? 3 Talon-Spieler? Sehe ich das richtig? Der wechselt am Ende, aber... Synaptic Mutant oder? Ja, danke, der Saturn. Aber ich würde gerne andere Items bauen, aber zu viele Komponenten sonst hier, ne? Ich habe zu viele Komponenten hier sonst. Ja, Edge of Night. Edge of Night können wir die meisten Fights eigentlich gut gewinnen. Ich habe Giant Spit und Cloak, ne? Spellcraft of Malzaha gut. Mit Voracious ist es gut, ja. Mit Darkstar Mutant ist es gut. Kaiser ist der Main Carry hier, aber eigentlich auch. Kaiser ist hier der Main Carry. Wir können Drangler vielleicht bauen später, notfalls. Mal gucken. Zephyr eigentlich nicht, ne? Giants mit noch ein Z-Sword oder Morello oder ähnliches. Ich kann auch Ceri spielen mit Mutantenspaller. Sollte auch gehen. Okay, Sugar 3 mache ich auch nicht eigentlich. Ja, ich bin ziemlich sicher, sie Mutanten sind terrible. Es gibt kaum mehr Stats. Dafür muss ich Einheiten spielen, die nicht so, also so mäßig sind. Ich hätte Ari für Swain reintun sollen. Jetzt können wir die Shows halten. Ich denke, sie Mutanten schon bad, aber
mal gucken. Dann machen wir es einfach so. Let's go. Ja, will für mich. Fehlt mir ganz tief. So, Carlon killt mein ganz Team instant. Und der hat actually insane items. Er braucht nur einen Bone. Insane items können die Leon auch nicht so schnell killen. Gucken. Kaiser muss einfach überleben. Mich. Ja, Kaiser ist der wahre Carry hier, ne? Also Tipps für Talon. Am Anfang Loose-Streak, 3 Yordles, 3, 2 Level 6 runterrollen. Für Dingens. Ja. Meistens aber Lustri, du gehst Bath first, wenn du kannst. Oder Bow, beides gut. Bist meistens Lustri, Yordles, falls möglich. Yordles, falls möglich. Und dann Stage 3, 2, Level 6. Gehst du Level 6 und dann rollst du runter für Talon, Echo, Leona, Syndra, Blitzcrank und Zyra. Bis du dann halt am besten Talon 2 hast. Dann am besten noch ein oder zwei weitere Level 2, damit du stabilisierst. Und du baust First Items Gunblade, Infinity Hatch plus 1, falls möglich. Rapid Falcon oder Quicksilver Jagd, das war's. Eine Sekunde. Alle hook mal live, ne? Morelle, Kaiser, vielleicht wäre auch okay. Aber das braucht sie gar nicht. Kaiser muss einfach nur überleben. Und am Ende macht sie eine Ulti und dann sind alle tot. Also ich suche Edge of Nighten so für sie, unbedingt. Falls geht. Oder Sonnes, wenn ich natürlich hitte, aber... Ja gut, Sonjas kann ich ja nicht mehr bekommen, ne? Sonjas kann ich hier nicht mehr bekommen, wirklich. Wie gesagt, brauche ich auch gar nicht am Ende. Okay, ich rush aber Level 9. Rush Level 9, dieses Silco. K6 und so können auch raus, ne? Ist immer noch Talon Carry. So, Kaiser darf einfach nicht gefokust werden. Boom, let's go. Gibt es außer Ari noch andere gute Mutanten-Spaderträger? Es kommt auf die Mutanten-Synergie an. Ari. Victor. Wenn du weniger Mana-Kosten hast, insbesondere. Wenn du mehr HP-AD hast. Irelia. Jinx. Sivir. Ansonsten Voracious kannst du bauen auf einfach Carries. Jace, nicht Jace. Jinx, Victor, I guess auf Jace geht auch, falls nötig. Triple Season Rod, yo. So, wir haben sehr gute Augmente für diese Sachen hier. Okay, wenn man Kassel den Taunt, das ist fein. Mal gewonnen. Let's go. Triple Season Rod. Ah, der darf halt kein Outtack machen, ne? Edge of Night ist halt insane. Malzah lebt auch noch. Ich habe halt mehrere. Ich habe Malzah und Kaiser sind meine Carries. Ari, I guess, aber. Ari macht legit hier gar nichts richtig. Okay, was tue ich? Was ist mein Team am Ende? Ich mir was selber Braunblitz am Ende oder so? 2, 4, 6, 7, 8, 9. Ich glaube, das ist mein Team am Ende. Haben die Void Spawns von Zizrot Mutanten-Synergie? Nein. Aber die procken die Mutanten-Synergie. Die procken Voracious. Immer wenn eine Einheit stirbt, werden die Mutanten stärker. Sie bekommen mehr AD und AP. Dafür sind die da. Das heißt, ich hab... What the fuck? Ich mach Gunbit hier und Gunbit Archangel auch hier, glaube ich. Ja, das ist einfach mein Team vielleicht. Auf 9 Zirko. Also auf 9 Zirko, genau. Weil Gunbit ist hier mäßig, richtig? Wenn die nun sterben, dann viel später. Oh lol. Ja, Edge of Night wäre am besten. Triple Edge of Night, das wäre am besten. Sind Dummies auch? Ja, alle Einheiten zählen. Deswegen hab ich die Dummies und Zizrots. Also Items sind sehr gut, ne? Oh lol. Ist einfach mein Ding ist vorbeigesprungen. Kick fucking weh. Man kann ihn ignoriert. Scheibenkleister. Gucken, wir haben noch Ari, wir haben mehrere Carries hier. Irgendein Carry muss überleben. Und am Ende dann fette Ultis machen. Ja, am Ende fette Ultis machen. Okay. Okay, wir können 9 gehen. Wir können auch Silco spielen von mir aus. Der hat keinen Blitzcrank, ne? Ist es schon so groß? Weil mein... Was? Weil er sich meiner Größe anpasst. Oder Shogot bekommt... Immer wenn er Einheiten ultit... Und die Finish, dann bekommt er einen Stack. Und je mehr Stacks, desto größer wird halt. Wird er selber halt, ne?
Morello, Kaiser, get me out. Ah, scheiße. Scheiße. Schäuben, Kloister, yo. Was machen wir jetzt hier? Jinx wäre auch saugut. Keine anderen Backliner hier, ne? Die Zierge ult immer hier durch, richtig? Scheiße, ich hab den Giant Stage gegeben. So. Wir leben noch, I guess. Wir leben noch, I guess. Fuck my life. Okay, und jetzt meine Kaiser. Meine Kaiser soll eigentlich auch überleben, das Problem. Scheiße, Mann. Ciri 2 macht 1v9 jetzt einfach. Ciri 2 1v9 jetzt leider einfach. Oh, ich weiß, was wir machen können. Oh Lord, ich weiß, was wir machen können. Easy peasy, easy peasy. Ich weiß, was wir machen können. Ja. Wir malsern so ein bisschen auch raus vielleicht. Wenn ich Kaiser 2 gebe ich ihr die Items, denke ich. Muss dann einfach carryen. Die Victor 2 können wir auch spielen. Okay, dann bekommt sie Gunblade, Jewel Gauntlet, Kaiser 2, Malsa rein. Chojin, Bramble, Cloak hier, ne? So, let's go. Warum stunt mein ganzes Team? Silco, bisschen Bait einfach vielleicht. Das war die Kaiser-Ulti. Eine Ulti. Schade, Mann. Edge of Night, ne? Edge of Night. Sonjas, das Edge of Night oder Sonjas und wir haben gewonnen. Macht sie noch eine letzte Ulti, nachdem sie 3 Milliarden Buffs hat? Boom, alle tot.